So, wir sind jetzt beim Raspberry Bahnhof. Wo ist das seltene Pokémon? Ich bin extra hierher gekommen. Naja. Wenn es nicht da ist, dann gehen wir halt wieder, ne? Wir sind jetzt extra wegen Fleckmann hierher? Ernsthaft? Na gut, dann. Hä? War ich hier schon mal? Ja. Ich muss... Wie komme ich denn weiter? Ach so. Nee, oder? Hm. Karte. Also ich bin jetzt hier. Doch, ich muss über die über das Ostding. Damit ich hierher komme. Oder über Route 5. Aber da müsste ich fliegen können, oder? Oder kann ich jetzt einfach da drauf drücken und ich bin dort, oder wie? Ach so, und dann ist der da offen jetzt. Ja, guck mal. Okay. Laut der Karte müssen wir dann noch geradeaus, oder? Genau. Dann kommt nochmal eine Brücke. Und dann sind wir da, theoretisch. Zeit für ein hautnahe Interview mit einem Arena-Challenger. Was würdet sie für besser als ein Pokémon-Kampf? Ein gutes Team aus Trainern und Pokémon strahlt regelrecht vor der Kamera. Was? Die machen einen Doppelkampf? Lul. Ein Klick. Gehen wir besser direkt auf 1 und nachher auf das 2, ne? Also Flammenrad auf das da und Pikachu mit Funkensprung auch auf das da. Sehr gut. Sehr gut. Puh, das lässt mich schwer. Ich werde Ihnen nur ein paar Worte ausdrücken, aber was für ein Potenzial! Eine Niederlage, heißt das etwa, dass unsere Reportage ein freien Fall wird? Ihr wolltet für ein Interview einen guten Kampf. Also, was beschwert ihr euch denn? Ist das wohin, wohin genau? Da ist ein Pikachu! Ah! Ich lauf grad falsch, oder? Das sehe ich hier nicht. Okay. Muss ich mitnehmen? Ah! Ja! Ja!
Krokodiler. Süß! Ich will dich einfach fangen, das ist das süß. Yes! 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 Rippity, 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 pitu, pitu, rippity, tu, rippity, pitu, pitu, rippity, tu, pitu. Für Picochilla wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sie begrüßen sich, indem sie sich gegenseitig mit ihrem Schweifen streicheln. Das Picochilla mit dem buschigen Schweif gibt damit oft an. Ja, du, 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 du. Ich will nur wissen, wo geht's denn da hin? Geht's einfach wieder nach oben? Kann sein, ne? Ah! Verdammt. Was? Ein Apfel? Okay. Ich habe eigentlich gar keinen Bock gegen zu kämpfen. Aber ich fange sie einfach mal für den Pokédex-Eintrag. Natürlich! Es gibt auch einen Panzerschutz. Knapfel. Heißt das ernsthaft Knapfel? Wow, was für eingefallener Name. Der Knapfel wurde erfolgreich gefangen. Oh, ja gut. Nein, ah! War da vorhin ein Hund? Wohin genau? Ah! Selten, ja, da kann man einfach abkürzen. Oder? Was gibt's hier drinnen? Es ist ein Toxel. Ja, ein Toxel. Ich habe ein Ei gefunden und ich bin damit rumgelaufen. Jetzt ist daraus ein Toxel geschlüpft. Ich möchte, dass du es trainierst. Es ist schockierend putzig. Ein putziges Pokémon. Ich habe einfach mal einen Toxel bekommen. Lol. Okay. Es ist wirklich putzig. Für Toxel wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es ändert sein Toxin auf chemischer Ebene, um Strom zu erzeugen. Diese zwar schwach, kann aber einen lähmenden Schlag verursachen. Oh. Na. Toxel darf Toxel bleiben, es braucht keinen anderen Namen. Toxi Toxel. Die kannst du auch noch haben. Gibst du sie einem Pokémon, kannst du es seine Nennen. Okay. EP. XS. Dankeschön. Pokémon-Eier findest du im Pokémon-Hort. Und EB-Punkt-Punkt erhältst du, wenn du deine Raids bestreitest. Oh Gott, die kann ich ja eh nicht bestreiten. Ich wollte nicht raus. Ah, das ist. Ist das so ein Pokémon-Hort? Huch! Willkommen! Hast du irgendwelche Fragen, mit denen ich dir helfen kann? Was ist ein Pokémon-Hort? Hier im Pokémon-Hort kümmern wir uns um die Pokémon, die Trainer bei uns abgeben. Die Pokémon werden bei uns zwar nicht stärker, aber wenn du zwei Pokémon auf einmal abgibst, kann es sein, dass ein Ei gefunden wird. Wenn du Pokémon in unsere Obhunst lassen möchtest, sprich draußen mit meiner Enkelin. Wenn du ein Pokémon-Ei
in dein Team aufnimmst und damit herumläufst, schon schlüpft irgendwann ein Pokémon daraus. Niemand weiß wirklich, wo diese mysteriösen Pokémon-Eier herkommen. Das Wunder des Lebens steckt voller Geheimnisse. Hast du noch mehr Fragen? Wenn du Pokémon-Ei haben möchtest, dann denk gut darüber die Kombination der Pokémon nach, die du ihr abgibst. Ein männliches und ein weibliches Pokémon derselben Art wäre zum Beispiel eine gute Wahl. Doch auch bei unterschiedlichen Pokémon findet man manchmal ein Ei, wenn sie ähnlicher Art angehören. Es gibt allerdings auch Pokémon, bei denen es überhaupt keine Eier gefunden werden. Das heißt, wenn ich jetzt einen Pikachu abgebe, dann bekomme ich vielleicht ein Baby-Pikachu, also ein Pichu. Nein. Aber wenn ich ein... Ja, das ist dort, wo mich... Mein Partner-Pokémon habe ich auf eine ganz besondere Weise trainiert. Das wirst du gleich sehen. Das heißt, dann bekomme ich ein Pichu. Aber wenn ich zum Beispiel... was ist ähnlich? I don't know. Wenn ich jetzt dieses Ding, was er hat, Velursi, und ich ein Pikachu abgeben würde, würde es sein, dass es gar kein Ei gibt. Aber wenn ich zwei der gleichen, also selben, eine... Wow, habt ihr gerade gesehen, wie es getackelt hat? Ah! Wenn ich jetzt ein... Vielleicht irgendwann mal. Brandy. Ein Trassler. Patsch. Patsch. Patsch, 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 patsch. 31. Nice. Ein Wommel. Was zum Teufel ist ein Wommel? Ach, oh mein Gott. Patsch. Au, das tat so weh. Das tat weh. Das war sehr überraschend. Nein! Patsch. Nein! Das kann doch nicht sein! Ein Volltreffer, wow! Pokémon sind Lebewesen, man kann sie nicht zwingen, so zu werden, wie man das möchte. Hä, was hat jetzt der für Probleme? Der hat mich zu einem Kampf herausgefordert. Okay, gehen wir mal weiter, ne? Ole, 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 ole. Hey, du da! Wir wollen über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal dein Fahrrad rüberwachsen, und zwar Dolly. Mit einem Rad können wir den anderen Challenger, Arena Challenger prima den Weg abschneiden. Und das heißt, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Ist doch der Wahnsinn. Ihr habt noch nicht mal ein Rothom, um das Fahrrad in Betrieb zu nehmen zu können. Hilfe, die wollen mir mein Fahrrad klauen.
Bitte, du musst etwas gegen diese fiesen Diebe unternehmen. Verpasst die Abreibung. Klauen? Wer hat da was von Klauen gesagt? Wir wollen unser Rad bloß besorgen. Wir wollen uns das Rad besorgen und damit ein paar Arena-Gen herumzuscheuchen. Bis sie viel zu erschöpft sind, um zu kämpfen. Aber du kriegst jetzt erstmal in einem Kampf eine ordentliche auf die 12. Ole, ole, ole. Oh je. Die Biel, ja, ja. Ein Zickzack. War das nicht schon der gleiche wie letztes Mal? Der hat's wohl immer nicht gerafft, ne? Nee. Ja, wechseln wir mal auf Pikachu, ne? Sehr gut, Pikachu, sehr gut. Wir sind Team Yell. Wir stellen uns jedem Trainer in den Weg. Ach, wenn ich jedes Mal verliere? Ah, das ging nach hinten los. Wir, ey, wir wollen doch nur ein Fahrrad haben. Komm, lass nicht, komm uns ja nicht in die Quere. Wird auch noch. Okay, lass mich kurz was trinken, ja? Okay, let's go. Zubiris. Zubiris. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fix. Nein, das war der falsche. Kratzer. Aua. Okay, das tut nicht weh. Mach mir nochmal einen Patsch, Patsch. Patsch. Sehr, sehr gut. Das Fahrrad hat mich abgelenkt und hätte ich nicht verloren. Ja, ja. Du bist einfach zu stark. Wie sollen wir unsere Favoritin den Arena-Champion gewinnen? Da hilft nichts. Wir müssen dich noch härter sabotieren. Wart's nur ab. Wow, du bist echt der Wahnsinn. Und sehe ich da ein Pokédex? Dann kann Rotom ja auch nicht weit sein. Weißt du was? Bevor diese Typen von Team Yell hier wieder aufkreuzen und mir mein Rad klauen, schenke ich dir einfach. Für Rotom gibt es, oder? Deshalb schlüpfen sie gerne in allerlei Geräte, wie ein Motor haben. Das hat mich auf eine Idee gebracht, was, wenn ich mein Fahrrad mit einem Motor ausstatte und hineinschlüpft. Ja, ja. Aha. Du siehst doch ziemlich skeptisch aus, aber kein Problem. Mach doch einfach mal eine Probefahrt. Ich wünsche dir mit deinem Rotom viel Spaß mit deinem neuen Rad. Worauf wartest du noch? Steig schon auf. Rotom kann es sicher kaum erwarten. Danke. Augenblick. Ich lese dir ein paar Zeilen aus dem Bedienungsanleitung vor. Drücke den Plus-Knopf oder den Minus-Knopf, um mit dem Rotom zu fahren. Was stimmt eigentlich mit Team Yell nicht?
sind ganz schön miese Fans, wenn sie andere Leute schaden, um ihren Favoriten zu helfen. Das stimmt. Hallo! In der Ferne kann man das Stadion von Clove City sehen. Bald wirst du auch dort kämpfen. Wow, das sieht echt cool aus. Ich habe einfach ein Rad geschickt. Da bist du ja, Miri. Ein Schritt näher. Du musst gegen mich kämpfen. Nur so als Vorwarnung. Du hast auch Lust auf einen Kampf. Hehe. Jetzt, wo wir beide den Pflanzenhorn haben, sind wir keine Anfänger mehr. Ja, ja. David, hörst du Eisenbahn, dass wir beim Training auch ein Gang höher schalten. Genau, ein Gang höher schalten. Ah, mein Deutsch heute. Ah! Also hopp. Dann zeig uns doch mal, ob du deinen Orden wirklich verdient hast. Are you fucking kidding me? Zeig uns mal, ob du deinen Orden verdient hast. Naja, machen wir mal mit Pikachu. Funkensprung! Patz! Sehr gut. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen hier total verändert. Was? Oh. Habe ich irgendwas gerade richtig gemacht? Haha! Nice! Hopp, darf ich dir mal kurz etwas sagen? Ich habe eigentlich nur per Zufall mein Pokémon gewechselt, wie jetzt auch. Mein letztes Pokémon. Ich habe nicht in Panik geraten. Ah! Sie ist stark, aber nicht stark genug. Ich werde sie besiegen. Genau das denkt er sich jetzt. Was? Er ist Level 21 mit seinem Pokémon. Ah! Aber Flammenwart wird es schon hinkriegen. Patz! Okay, das sind so effektiv. Moment, ich glaube jetzt mal. Verdammt. Okay. Ah. Dann machen wir Biss. Nom. Ja. Das ist okay. Mensch, hopp. Wow. Wie kannst du stärker sein als ich? Ich hab doch einen Pflanzenladen wie du. Du wirst immer besser, Miri, aber ich lass nicht locker und trainiere weiter. Dankeschön.
nichts weiter im Programm. Als nächster knöpf ich mir Kate vor. Die Wasserarena-Leiterin. Pikachu ist da ganz gut für. Und ich stüße mit meinem Fahrrad noch ein bisschen rum. Wie lange ist diese Brücke noch? Und ich sage aber, das war's für diese Aufnahmesession. Ich werde morgen gleich noch ein paar Folgen aufnehmen, dass immer regelmäßig jetzt jeden Tag ein paar Folgen kommen. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Habt doch einen schönen Tag, Abend oder wann ihr das Video auch immer schaut. Ja, ciao!